Gute Mosche aus Frankfurt. Boah, das war eine Woche. Oder besser gesagt, das ist noch eine Woche. Erst vor 10 Tagen die Entscheidung der EZB über Anleiheaufkäufe, dann am Mittwoch das Go aus Karlsruhe über den ESM und gestern dann der Paukenschlag, der letzte in dieser Reihe von der Federal Reserve Bank. Die haben ein neues QE3 gestartet, also ein Anleiheaufkaufprogramm mit 40 Milliarden US-Dollar pro Monat bis Jahresende. Aber man hat sich nicht festgelegt, es könnte sogar noch weitergehen und so gesehen ist es dann ohne Zeitziel und möglicherweise sogar unbegrenzt. Dementsprechend haben gestern die Börsen reagiert, der DAX noch relativ moderat bei 7.310 Punkten, aber dann der Paukenschlag in New York, Dow plus 1,5%, so hoch wie seit 2007 nicht mehr bei 13.500 Punkten. Auch der Nikkei natürlich heute Morgen reagiert mit 1,8% im Plus und der Hang Seng noch einen obendrauf gesetzt bei plus 2,8%. Ja, das war wirklich eine Woche, das muss man ganz klar sagen, und im kleines bisschen erinnert es mich an einen Film, der eine oder andere wird ihn kennen, er heißt Ohne Limit. Darin geht es um einen Loser, der durch einen Zufall an eine Droge gerät und mit dieser Droge eben Erfolg in der Geschäftswelt hat. Aber wie das eben mit Drogenabhängigen ist, irgendwann kommen sie nicht mehr an ihren Stoff dran und dann droht eben der Zusammenbruch. Und genau das erinnert mich an die aktuelle Szenerie, die wir haben. Wir haben ja strukturell überhaupt nichts geändert bisher, sondern was wir gemacht haben, wir haben die Märkte, die Finanzmärkte, vielleicht sogar die Wirtschaft, wenn eben der ein oder andere Euro dann auch dort eintrifft, letztendlich abhängig gemacht von dem billigen Geld, das die Notenbanken jetzt ohne Zeit, ohne Limit auf die, ohne Zeitziel muss man sagen, und ohne Limit jetzt auf die Wirtschaft loslassen, auf das Bankensystem loslassen. Das ist natürlich gut für die Börse und das Börsianerherz, das lacht bei dieser Party, die momentan läuft. Aber der Steuerzahler, der macht sich natürlich doch in mir den ein oder andere Gedanken und treibt mir die Schweißperlen auf die Stirn, wenn ich an das Risiko denke, dass wir jetzt eingehen, ganz besonders Deutschland, diese Risiken, die wir jetzt schon eingegangen sind und die wir möglicherweise in Zukunft noch eingehen werden. Die EZB hat als erstes vor 10 Tagen ein Anleiheaufkaufprogramm ohne Limit gestartet. Jetzt kommt dazu nochmal das Bundesverfassungsgericht, das diesen ESM durchgewunken hat und darüber hinaus gestern die Federal Reserve Bank, die ein Anleiheaufkaufprogramm eben gestartet hat bis zum Jahresende mit 40 Milliarden US-Dollar im Monat. Never fight the Fed heißt es da. Fakt ist natürlich, dass interessanterweise bestimmte Kursentwicklungen doch sehr stark mit den Entscheidungen der Notenbanken in den letzten 4 Jahren zusammenhängen. Man kann sagen, dass der S&P beispielsweise 41% im Schnitt dazu verdient hat, wenn eine Fed-Entscheidung angestanden hat. Und der DAX, da ist nicht ganz so stark, immerhin auch noch 26% dazu gewonnen hat. Und zwar immer dann, wenn die Notenbanken agiert haben. Fakt ist auch, dass das natürlich positiv sich auf die Märkte auswirken wird, zweifelsohne, denn niedrige Zinsen, jetzt eben dieses Zeitkaufen für die Politik in ungeahnten Maßen, also ohne Grenzen, ohne Zeitlimit, wird letztendlich seine Wirkung auf die Aktienmärkte weiter haben, zweifelsohne. Es heißt, es geht weiter an den Aktienmärkten. Das soll nicht heißen, dass beispielsweise der September auch durchaus mit Rückschlägen versehen sein kann. Aber unter dem Strich Nullzinspolitik wird auf Sicht die Börsen zumindest erfreuen. Ob es der Wirtschaft wirklich hilft, das wage ich zu bezweifeln. Denn was wir hier tun, ist ja letztendlich nur die Märkte, die Wirtschaft mit Drogen zu versetzen. Fakt ist aber auch, dass wir letztendlich die strukturellen Defizite aufheben müssen. Sowohl in Amerika am Arbeitsmarkt wie in Europa beispielsweise im Bereich der Schuldenkrise. Dort müssen wir von Seiten der Politik klare Kante jetzt letztendlich bekennen. Wo wollen wir hin? Wollen wir mehr Europa? Wollen wir weniger? Ich vermisse ein wenig in dieser Diskussion um finanz- und wirtschaftspolitische Themen die politische Diskussion, den Diskurs über die politischen Ziele, die wir haben. Wollen wir mehr Europa? Ist das überhaupt umsetzbar? Wollen die Völker Europa das?
Das gilt es zu hinterfragen, aber dazu braucht es klare Zielbekanntgaben. Wo wollen wir hin? Wollen wir zum Bundesstaat? Wollen wir zu einem Staatenbund? Wollen wir überhaupt mehr Europa? Und was wollen denn eigentlich die Völker Europas? All das müsste man hinterfragen und dazu hat die Politik jetzt zumindest etwas Zeit erkauft bekommen von den Notenbanken. Nur die Fragen, die gilt es jetzt zu beantworten und ohne die strukturellen Veränderungen, sowohl in Amerika im Arbeitsmarkt wie auch bei uns hier, bezüglich der Schuldenkrise. Und nebenbei, die Amerikaner haben ja auch nicht allzu wenig Schulden. Ohne diese Veränderungen und klare Entscheidungen und Reformen wird es letztendlich böse enden, wenn wir irgendwann mal eben nicht mehr dieses billige Geld zur Verfügung haben. Und beispielsweise bei einer Hyperinflation, die durchaus entstehen könnte aufgrund des vielen Geldes, müssten die Zinsen eigentlich angehoben werden. Und das würde die Wirtschaft natürlich völlig abtöten und die wirtschaftliche Entwicklung völlig stören. Und von daher sehen Sie, spielen wir hier ein Spiel wirklich auf Messerschneide. Und es wird allerhöchste Zeit, dass die Politik klare Kante bekannt gibt. Was haben wir noch? Nun, neben diesen ja doch entscheidenden, möglicherweise hauptsächlich entscheidenden Entscheidungen aus den Notenbankzentralen von New York und Frankfurt, haben wir natürlich auch noch normales Börsengeschäft. Es gibt eine Ankündigung über einen Zusammenschluss zwischen zwei Mega-Rüstungskonzernen. EADS und BAE Systems wollen zusammengehen. Die einen sind 23 Milliarden Euro wert, die anderen sind 13 Milliarden Dollar Euro wert an den Börsen. Und die wollen zusammengehen. Das würde zusammen roundabout 36 Milliarden Euro, ich bin immer bei US-Dollar, Euro natürlich, an den Börsen wert sein, diese Fusion. Allerdings reden wir hier über Rüstungskonzerne, die beschäftigen sich ja auch unter anderem mit Verteidigung und mit der Sicherheit von Staaten. Und da kommt natürlich die Politik ins Spiel. London, Berlin und Paris, die haben sich noch nicht wirklich positiv über einen derartigen Zusammengang geäußert. Und von daher ist es wirklich die große Frage, ob die Fusion stattfinden wird. Fakt ist auch, dass EADS in den letzten Tagen deutlich eingebüßt hat. Warum? Wenn man die Zahlen zusammennimmt, die 36,2 Milliarden, und das mit den bisherigen Verhandlungsergebnissen zusammenbringt, dann will EADS 60% und BAE Systems 40% am neuen Konzern innehaben. Das würde allerdings auch bedeuten, dass EADS momentan zu hoch bewertet wird an der Börse, denn 23 Milliarden sind sie wert. Und wenn man die 60% runterrechnet, dann wären das nur knapp 21 Milliarden. Und genau diese 2 Milliarden, die verliert momentan EADS an der Börse. Und ob diese Fusion überhaupt zustande kommt, neben der Politik und den Bedenken, die sicherlich die eine oder andere Regierungsvertreter haben wird, hängt sicherlich auch vom Kartellamt ab. Fakt ist, es würde daraus ein großer Konzern, der größte Rüstungskonzern der Welt entstehen und wäre noch vor Boeing Marktführer. Und Boeing hätte logischerweise dann einen Riesenkonkurrenten am Backen. Marktsituation heute. Wir sind zwischen 7200 und 7500 im DAX sehr schön eingebettet. Natürlich werden wir erstmal deutlich besser starten. Irgendwo um die 7390, 7400 rum. Darüber hinaus müssen wir abwarten, ob es nicht doch zu Gewinnmitnahmen kommt. Aufgrund der Entscheidungen, und das heißt ja an der Börse, sell on good news, das sind gute Nachrichten und der eine oder andere wird sicherlich sein Geld fürs Wochenende mitnehmen wollen und sicherstellen wollen. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir im September die ein oder anderen Gewinnmitnahmen noch haben werden, denn die Märkte sind natürlich jetzt enorm gelaufen und wenn dann die ein oder andere wirtschaftliche Krise noch dazu kommt und die Schuldenkrise ist ja auch noch nicht vom Tisch und die strukturellen Themen, die wir dort haben, sind ja auch noch nicht gelöst, dann werden diese Themen wieder die Märkte auch mal drücken. Durchaus möglich, dass wir einen schwachen September haben, aber unter dem Strich heißen schwächere Kurse eigentlich einsteigen, denn bei diesen Maßnahmen, bei dieser Gesamtsituation, in der wir uns befinden, mit dem Nullzins letztendlich und den Anleiheaufkaufprogrammen der einzelnen Notenbanken, können wir eigentlich in den Aktienmärkten nicht wirklich abstürzen, selbst wenn die wirtschaftliche Entwicklung hinten nachhinken wird. Interessant für die nächste Woche, ich sage es nochmal, never fight the Fed. Auf Sicht gesehen werden die Märkte weiterlaufen. Gegen Ende der nächsten Woche haben wir dann nochmal den Hexensabbat, da wird es nochmal hoch hergehen. Heute, glaube ich, werden wir natürlich einen deutlich besseren Markt erleben, wobei ich mir vorstellen könnte, dass wir gegen Ende des Handels hier in Frankfurt sogar Gewinnmitnahmen noch erkennen können. Dennoch, glaube ich, wird es ein positiver Tag. Ich wünsche Ihnen von meiner Seite aus alles Gute, viel Spaß, schönes Wochenende und ciao.